Mein Körper ist ein Tempel, der eine Renovierung braucht. Und deswegen werde ich in diesem Selbstexperiment die nächsten 10 Wochen 4-mal pro Woche trainieren gehen und meine Ernährung umstellen. Ich bin Vince und auf meinem Kanal Plopp teile ich interessante Selbstexperimente, versuche etwas nachhaltiger zu leben als bisher und im Allgemeinen die Dinge heute besser als gestern zu machen. Wenn du Lust hast, mich auf dieser Reise zu begleiten und Tipps und Inspirationen für dein eigenes Leben mitzunehmen, lade ich dich herzlich ein, den Kanal jetzt zu abonnieren. Für den Fall, dass du schon andere YouTube-Videos mit ähnlichen Titeln gesehen hast, wird dieses Video auf jeden Fall etwas anders, als du es vielleicht erwartest. Denn es geht mir nicht darum, jetzt die nächsten 10 Wochen wie ein Bodybuilder zu leben, nur um irgendein Vorher-Nachher-Ergebnis zu liefern. Denn ja, das würde vielleicht spektakulär aussehen, aber das wäre keine Form, die ich länger als ein paar Wochen behalten könnte. Und ja, es geht mir auf jeden Fall nicht darum, am Ende auszusehen wie ein Instagram-Model, denn ja, das ist zwar sehr nett anzusehen, aber wenn das nicht dein Job oder deine Passion ist, finde ich nicht, dass das wirklich realistisch und langfristig gesehen machbar ist. Stattdessen will ich mich darauf fokussieren, wieder fitter und stärker zu werden und ja, einfach mich in meiner Haut wohler zu fühlen und einfach wieder ein bisschen gesünder zu ernähren. Wenn ich dann am Ende auch noch krass aussehe, habe ich auf jeden Fall auch nichts dagegen. Aktuell fühle ich mich in meinem Körper einfach nicht mehr so wohl, wie ich das noch vor ungefähr einem Jahr getan habe. Und das liegt daran, dass ich seitdem erst zu Hause arbeite und auch viel Stress hatte und dann kam auch noch der Lockdown dazu. Und ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich im letzten Jahr sehr viel an Fitness verloren habe und an Fett zugenommen habe. Als Kind war ich immer leicht übergewichtig und hatte auch in meinen Teenagerjahren eigentlich nie eine wirklich positive Beziehung zu meinem Körper. Ich habe immer nur gesehen, was mir alles nicht gefallen hat und habe ja, mir den perfekten Körper gewünscht. Und in der Zeit habe ich dann auch oft irgendwelche Sportpläne und Diätpläne gemacht, aber ja, war nie glücklich damit. Inzwischen mag ich meinen Körper ganz gerne, aber ich habe auch ab und zu noch Probleme damit, meinen Körper so zu akzeptieren. Nachdem ich dem Ganzen jahrelang wirklich viel zu viel Beachtung geschenkt habe, habe ich inzwischen einfach gelernt, Gewicht ist scheißegal, irgendein Umfang ist scheißegal, Körperfettanteil scheißegal, denn wie man sich in seinem Körper fühlt, sollte auf jeden Fall nicht an irgendeine Zahl gebunden sein. Ich denke, dann hat in der Regel nämlich das Ganze mehr mit so dem Körperbild und Idealbild unserer Gesellschaft zu tun und einfach dem, was sich hier oben halt abspielt. Und ich bin auch nicht frei davon. Mein Plan sieht erstmal aus wie folgt. Und zwar werde ich 4-mal pro Woche ins Fitnessstudio gehen und dort trainieren. Dabei mache ich einen Push-Pull-Split, bedeutet, ich wechsle ab zwischen 2 verschiedenen Workouts, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Und in dem einen trainiere ich dann Brust, Schultern, Trizeps und Bauch und in dem anderen Rücken, Nacken, Bizeps und Beine. Am Ende von jedem Workout mache ich dann noch 10 Minuten Intervalltraining auf einem Cardiogerät. Ich bin offensichtlicherweise kein Sport- und Ernährungsberater, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Deswegen sind das hier jetzt auch keine direkten Empfehlungen an euch, sondern einfach nur mein Versuch, wieder ein bisschen in Form zu kommen. Ich mache mich da jetzt dran und werde euch auf dem Laufenden halten und ja, ich hoffe mal, dass ich 10 Wochen durchhalte. Dann ist es auch schon losgegangen und ich habe mich auf den Weg zu meinem ersten Workout gemacht. Eine Neuerung für mich war, mit dem Fahrrad zum Training zu fahren, weil ich in der Vergangenheit eher ein bisschen faul war und dafür die Öffis genommen habe. Das Ganze hatte auf jeden Fall zum Vorteil, dass ich dann schon ein bisschen aufgewärmt zum Sport gekommen bin. Die Fitnessstudios hatten erst seit kurzem wieder geöffnet und es durften weniger Leute gleichzeitig ins Studio und wenn man gerade keine Übung gemacht hat, sollte man seine Maske tragen. Aber das Ganze war eigentlich kein Problem für mich. Jetzt gebe ich dir einen kleinen Überblick darüber, welche Übungen ich so gemacht habe. Meine Workouts waren eigentlich immer gleich strukturiert. Ich habe mich aufgewärmt mit einer Übung, danach habe ich 5 Kraftübungen gemacht und am Ende vom Workout habe ich ein Cardio-Intervalltraining gemacht für 10 Minuten. Mein Training ist natürlich keine direkte Empfehlung und wenn du mit dem Sport im Fitnessstudio anfangen möchtest, lass dich auf jeden Fall mal beraten und fang eher mit festen Geräten als mit Freihanteln an. Und schon sind die 10 Wochen vorbei. Ich erzähle dir jetzt erstmal, wie es gelaufen ist, was gut und was gar nicht funktioniert hat und danach zeige ich dir meine Vorher-Nachher-Bilder. Reden wir erstmal über die erste Hälfte. Es ist mir relativ einfach gefallen, wieder ins Training zu kommen und die Motivation war auf jeden Fall voll am Start und ja, trainingstechnisch ist alles ziemlich glatt gelaufen. Es gab nur ein Workout, das ich im Garten machen musste, als ich bei meiner Schwester zu Besuch war, aber ansonsten habe ich auch überhaupt keinen Workout ausgelassen. Was die Ernährung angeht, habe ich mich auch ganz gut geschlagen, finde ich. Ich habe mich letztendlich dann dazu entschieden, keinen richtigen Ernährungsplan aufzustellen, aber ich habe trotzdem ein paar wichtige Veränderungen gemacht. Ich habe einerseits Süßigkeiten und Snacks ersetzt, und zwar durch Maiswaffeln und gefrorene Mango. Das sind 2 relativ kalorienarme Optionen, die ja, meine Snackliste trotzdem befriedigen konnten. Und in den Monaten davor habe ich echt relativ viele Süßigkeiten gegessen, deswegen war das schon ein großes Upgrade.
Außerdem habe ich fast keinen Alkohol getrunken. Ja, also ich trinke sowieso sehr selten und wenn dann nur in Maßen. Aber ich habe trotzdem versucht, darauf zu achten. Ich habe dann nach 5 Wochen schon ein bisschen gemerkt, dass ich mich einfach wieder fitter fühle und ein bisschen wohler in meinem Körper. Aber die Motivation hat ehrlich gesagt auch ein bisschen nachgelassen, weil es schon ziemlich krass ist, 4-mal pro Woche 1,5 bis 2 Stunden zu investieren, was halt gar nicht mal so wenig ist. Also ja, meine Workouts dauern normalerweise 40 bis 50 Minuten und mit Hin- und Rückfahrt, gehen dann halt 1,5 Stunden mindestens drauf. In der zweiten Hälfte des Selbstexperiments habe ich dann immer noch fast alles komplett durchgezogen. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 Workouts ausfallen lassen, einfach weil ich da unterwegs war. Aber ich muss auch gestehen, dass ich in den letzten Wochen mehrmals mein Intervalltraining am Ende vom Workout weggelassen habe. Einfach, ja, weil es die Wochen waren, in denen es super heiß war. Naja, ich hätte es durchziehen können, aber es war echt super, super heiß. Ernährungstechnisch habe ich in der zweiten Hälfte auch ein bisschen nachgelassen. Also es gab ein paar Fastfood-Ausnahmen, aber alles in allem war ich trotzdem noch relativ zufrieden mit meiner Ernährung. Und dann war auch schon alles vorbei und ich habe meine Nachheraufnahmen gemacht. Bevor ich dir die Bilder jetzt zeige, noch kurz ein paar Worte dazu, was ich in den letzten 10 Wochen über mich gelernt habe und wie ich mich jetzt fühle. Also ich muss sagen, dass ich mich deutlich wohler fühle wieder in meiner Haut und dass ich im Spiegel auf jeden Fall einen Unterschied bemerke. Und ja, insgesamt habe ich wieder mehr Kraft und fühle mich jetzt echt wieder sehr wohl in meinem Körper. Ich habe echt nochmal bemerkt, dass es mir deutlich, deutlich einfacher fällt, zum Sport zu gehen, als auf meine Ernährung zu achten. Ich bin auf jeden Fall ein emotionaler Esser und wenn es mir schlecht geht oder ich gestresst bin, esse ich einfach deutlich mehr und habe echt großen Heißhunger auf Ungesundes. Aber obwohl ich mich zum Sport ganz gut überwinden konnte und es auch gut als Gewohnheit integrieren konnte, habe ich echt gemerkt, dass ich diese 1,5 Stunden Sport nicht einfach an Arbeitstagen dranhängen kann als Ausgleich, sondern ich muss das echt morgens machen und dann ist es auch aktive, produktive Zeit, die ich aufwende, die ich dann halt woanders nicht habe. Okay, aber jetzt erstmal zu den Vorher-Nachher-Bildern und ich habe versucht, das alles vom Kamera- und Lichtaufbau identisch zu machen, damit man es wirklich gut vergleichen kann und ja, ta-ta-ta-da! Also ich finde schon, dass man einen Unterschied sehen kann, keinen super dramatischen, aber das habe ich auch nicht wirklich erwartet. Ich habe ein paar Kilo abgenommen in den letzten 10 Wochen, aber auch wirklich nicht super viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze beschreiben soll, aber ich denke, ich bin auf jeden Fall wieder etwas besser in Form und ja, ein bisschen weniger squishy. Ich bin echt happy mit dem Ergebnis und das soll auch so ein bisschen die Bottomline von diesem Video sein. Das Wichtigste ist echt, dass ihr euch in eurer Haut wohlfühlt. Schönheitsideale haben halt vor allem die Funktion, euch zu verunsichern und irgendwelche Produkte zu verkaufen. Und ja, finde einfach heraus, wie du dich am wohlsten fühlen kannst. Warte nicht darauf, dass die Gesellschaft dir die Bestätigung gibt dafür. Und wenn du dich schön fühlst, dann bist du das auch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hier kommst du jetzt noch zur Playlist mit allen Selbstexperimenten und zu einem anderen coolen Video. Schreib mir bitte auch mal unten in die Kommentare, ob du mit deiner körperlichen Fitness zufrieden bist. Du kannst mir gerne auch auf Instagram folgen, @vinz_ecker für coole Fotos und Updates aus meinem Leben. Mach heute besser als gestern und bis zum nächsten Video.